Morgen aus Bahia Inglesia, immer noch am Strand. Heute ist es ziemlich bedeckt. Eigentlich wollte ich heute Morgen noch ein bisschen ins Wasser, aber irgendwie macht das einen nicht an heute. Jetzt ist es kurz nach 10 und im Nachbarort, Caldera heißt er, ist ein Fischmarkt. Der findet jeden Tag statt, auch heute am Sonntag. Heute ist übrigens der 29. Dezember und das sind 5 Kilometer, da fahren wir jetzt mal hin. Nachher führt die Fahrt weiter, circa 110 Kilometer ist die heutige Etappe, also sehr übersichtlich und entlang der Küste. Und die führt zum Nationalpark Pan de Azúcar. Dort stehen wir dann auf einem Campingplatz, auch wieder am Meer. Und das wird dann auch wieder ganz nett werden, schätze ich. Im Pan de Azúcar Nationalpark geht es um einen Kaktus, eine spezielle Kaktusart. Die gibt es fast nur dort und die wird dort geschützt. Und dort in der Nähe wird auch Lithium abgebaut. Und der Park ist eben auch dazu da, dass dort kein Lithium abgebaut wird für unsere vielen Handy-Akkus und Elektroauto-Akkus und E-Bike-Akkus. Und ja, wir werden heute vielleicht nicht allzu viel Tolles erleben, aber sicher heute Abend wieder einen schönen Platz am Meer haben. Ja, der Hafen von Caldera, der ist doch ein bisschen größer und hat eine ansehnliche Fischereiflotte, würde ich sagen. Und ganz außergewöhnlich, Caldera ist ja wirklich ja, eigentlich nur ein Dorf, kann man sagen. Und hat sogar eine Fußgängerzone. Und im ehemaligen Bahnhof von Caldera ist heute ein Kulturzentrum. Früher war da richtig Umschlag von Bahn auf die Segelschiffe drauf. Wow. Ja, wie man sieht, gibt es auch noch größere Schiffe, die das hier anlaufen. Wer hätte es gedacht? Schauen wir mal, was der Fischmarkt noch so alles bringt. Was soll ich für Fischchen? Nett. Eieiei, der Hund. So, jetzt haben wir da mal einen Fisch gekauft. Irgendwas Dorade Atun heißt das Ding. Der kommt dann heute Abend in die Pfanne. Und da brauchen wir jetzt irgendwie noch ein paar Kartoffeln. Ja, lustig hier. Kurz nach Caldera sind wir jetzt noch mal hier am Strand. Und hier gibt es Kugelgranit. Ja, schauen wir uns mal die Kugelgranitsteine an. Das hier ist jetzt der Kugelgranit. Der sieht immer wirklich witzig aus. Irgendwie so ein Stein im Leoparden-Look. Also ich bin ja kein Geologe, aber das sieht einfach nach Kristall aus. Das eigentlich auch rundrum. Und um das Kristall rum hat sich irgendwie Granit angelagert. Aber die Vorgänge kann ich euch nicht erklären. Sieht schon interessant aus. Das stimmt. Was manchmal echt nervig ist, wir sind da bei der Bank, aus dem Geldautomat Geld beziehen. Wir können hier 10.000 maximal beziehen, entspricht 12,50 Franken. Und die Gebühr dafür sind 10 Franken. Sozusagen machen wir 2,50 gut dann. Es ist total doof. Jetzt mal ein neuer Straßenuntergrund. Mineralöl-Salzpiste. Mineralölsalz. Jetzt
sind wir in den Nationalpark. Jetzt sind wir Richtung Nationalpark unterwegs, von der Route 5 runter von der großen Autostraße. Und jetzt geht es da, glaube ich, 18 Kilometer rein in den Park. Pan de Azúcar, das bedeutet so viel wie Zuckerhut. Warum das genauso heißt, ich kann es euch nicht sagen. Ob der Berg, den wir dann irgendwann später noch sehen, so aussieht wie der Zuckerhut in Rio de Janeiro? Keine Ahnung. Jedenfalls ist es Wüste hier. Und hier rechts und links seht ihr die Kakteen, deren wegen der Park gegründet wurde. So eine ganz niedrige, flache Kakteen. Sieht ein bisschen aus wie Steinhaufen. Playa Blanca, nochmal ein schöner Strand, aber den lassen wir jetzt mal aus, weil der Campingplatz auch an einem Strand liegt. Ich muss jetzt einfach an den Strand. Dahin. Auch? Ja. Makaluka. Ein mega breiter Strand. Mei. Da läufst du deinen ab. Unfassbar. So ein mega Riesenstrand und kein Mensch hier. Außer uns. Da läuft sie mal ab, bis du am Wasser bist. Wow. Okay. Ja, das hier ist keine geschützte Bucht. Ganz schön frisch das Wasser. Oh, jetzt kommt wieder was. Also ob ich da jetzt reinspringen würde, ich weiß nicht. Gestern war es gut, aber jetzt hier. Das ist jetzt unser Übernachtungsplatz. Es gibt hier eine Sitzgruppe, überdacht mit Strom, mit irgendwas. Und dort hinten hätte es noch einen Grill. Nachbarn hat es auch. Und das Wichtigste da vorne, ein Strand. Ein schöner Strand mit nicht allzu hohen Wellen und wahrscheinlich ziemlich frischem Wasser. Die weitere Infrastruktur dort hinten sind Toiletten und Duschen, da in diesem Häuschen. Und vorne links da hinter diesem kugelförmigen Ding ist der Eingang. That's it. Mehr braucht der Mensch nicht. Und jetzt geht's ab ins Wasser. Throw our problems in the flame.
Thoughts are too big. Can I get some comfort, please?